Reden wir über Cannabis. Etwa jeder dritte junge Erwachsene in Deutschland hat schon mal Cannabis konsumiert. Die meisten tun es nur selten, manche aber regelmäßig oder sogar täglich. Doch bedeutet täglich Kiffen gleich abhängig? Und woran merke ich eigentlich, dass ich abhängig bin? Ähnlich wie Kokain oder Ecstasy kann Cannabis vor allem psychisch abhängig machen. Das bedeutet, der Körper ist zwar nicht auf die Substanz angewiesen, dennoch gibt es ein starkes Verlangen nach der Droge. Das Verlangen ist aber nicht plötzlich da, sondern entwickelt sich meist schleichend. Deshalb wird die Gefahr von Konsumierenden oft unterschätzt. Forscher haben 11 Kriterien formuliert, die auf eine Abhängigkeit hinweisen. Hast du aufgrund des Kiffens schon des Öfteren wichtige Verpflichtungen nicht einhalten können? In der Schule, zu Hause oder bei der Arbeit? Kiffst du in Situationen, in denen es aufgrund des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann? Kiffst du weiter, obwohl du schon körperliche oder psychische Folgen erlebst? Oder Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, zum Beispiel mit Eltern, Lehrern, Partnern oder Freunden auftreten? Hast du schon wichtige Aktivitäten aufgrund deines Konsums eingeschränkt? Spürst du häufig ein starkes Verlangen zu kiffen? Hast du schon häufiger den Wunsch verspürt, den Konsum einzuschränken und es dennoch nicht geschafft? Spürst du Entzugssymptome? Und hast du schon versucht, diese wegzukiffen? Merkst du eine schleichende Gewöhnung? Steigerst sukzessive deine Dosis? Oder kiffst du mehr und öfter als geplant? Nehmen das Besorgen von Cannabis, das Kiffen selbst und die Erholung vom Rausch einen großen Teil deiner Zeit in Anspruch? Wenn 2 oder 3 dieser Punkte auf dich zutreffen, solltest du dein Konsumverhalten ernsthaft überdenken. Ab 4 Kriterien liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Cannabis-Abhängigkeit vor. Dann empfehlen wir eine deutliche Reduzierung oder den Ausstieg aus dem Konsum. Du kannst dir anonym und kostenlos professionelle Hilfe dazu holen. Das geht in Beratungsstellen vor Ort oder online bei Quit the Shit.